So, es geht nach langem Warten, langem Hoffen, geht es jetzt endlich los. Es tut der DSBL ausdrücklich leid, dass es so lange gedauert hat, dass sich das Ganze verzögert hat. Es lag auch eine Störung bei den Herrschaften von Ubisoft vor. Die Server waren derweil offline. Könnt ihr alles nochmal auf dem Twitter-Kanal von Ubisoft nachlesen. Darum hat sich das Ganze hier um, ja, ein paar Minuten ist gelogen, also um eine Stunde komplett verzogen. Es tut uns natürlich ausdrücklich leid, aber wir können es leider auch nicht ändern. Aber jetzt hier der verspätete Auftakt des 16. Finale. Nee, doch, nee, Achtelfinale. Es tut mir leid, 16. Finale ist ausgefallen. Jetzt hier das Achtelfinale des Affinity Cups, sponsored bei Ubisoft und Ninja Ninja. Ihr seht Ruffian gegen Team Falcon von XGR auf, wie wir es schon hier im Match schon öfter mal gesehen haben, beziehungsweise im Cup auf Border. Wir warten jetzt noch auf die letzten Herrschaften, dass sie noch ihr Häkchen nach oben machen, damit es hier direkt weitergehen kann. Und ja, was will man machen, ne? Zeusi sollte heute eigentlich auch streamen. Er hat Technical Difficulties, wenn man das mal so sagen kann. Es hat da wohl irgendwo was irgendwie nicht funktioniert. Jetzt warten wir hier nur noch auf Oni Lucky, damit es hier direkt losgehen kann. Und wir endlich das Achtelfinale starten können. So, wo bleibt der Kollege? Heute mal was ganz Besonderes, sage ich jetzt mal. Anstatt wir es nur auf Twitch streamen, haben wir es heute mal vollbracht, es auf mehreren Plattformen gleichzeitig anbieten zu können. Wir streamen jetzt heute nicht nur auf Twitch, sondern auch live auf YouTube und Facebook. Und Only Lucky ist bereit und wir starten sofort ins Match. Hier. Das Achtelfinale im Affinity Cup der DSBL. So, los geht's. Wir starten jetzt hier mit der Bannphase auf Border. Anfang macht Team Falcon, darf sich natürlich direkt den ersten Angreifer picken, der heute nicht gespielt werden soll in diesem Match. Lassen sich auch nahezu verdammt viel Zeit. Mal gucken, was dabei rauskommt, weil natürlich hier muss sich Gedanken gemacht werden. Aber hier wird Dr. Ebi rausgehauen. Jetzt ist Ruffian dran mit dem zweiten Angreifer-Pick. Hier wird die Entscheidung auch nicht so schnell gefallen. Natürlich jetzt Dokkaebi, gerade auf der Map haben wir in den letzten Matches gesehen, dass sie sehr, sehr stark ist. Aber hier ist die Entscheidung gefallen. Im Angriff erwischt es Blitz. Ob wir jetzt nochmal in der Verteidigung, so wie in den anderen Matches, die Myra sehen, wird jetzt mal gespannt bleiben, ob es jetzt wirklich der Fluch der Dame ist. Und es ist und bleibt Myra. Bisher nahezu jedes Match hier im Cup wurde Myra rausgepickt. Also es gibt, glaube ich, kein Match, wo sie jetzt nicht unbedingt rausgepickt wurde. Natürlich eine sehr starke Operatorin und wie wir es auch schon gestern gehört, gesehen haben, Myra sehr stark, gerade hier auf Border, wo man echt ein paar Strats auspacken kann, die echt gemein sind. Und hier hat man sich nochmal angeguckt, wie die letzten Spiele verlaufen sind. Hier wird der Echo rausgepickt. Und los geht's mit Runde 1. Ruffian startet hier Team Blau als Angreifer. Und die Herrschaften von XGR, Team Falcon, gehen direkt runter. Lüftungsraum, Arbeitsraum. Um dem Ganzen mal so entgegenzuwirken. Normalerweise sieht man des Öfteren, dass es halt so ist, dass man direkt, wenn man die erste Runde spielt, meist nach oben geht. Bisher sieht das eigentlich so aus, wie man es jetzt aus den letzten Matches von den beiden Teams gesehen hat.
Eigentlich eine ziemliche Standardaufstellung. Jetzt wird sich doch nochmal eventuell umentschieden, um hier nochmal einen anderen Operator zu picken. Aber so wie es aussieht, soll es doch wohl so bestehen bleiben. Es ändert sich wirklich nichts. Sieht man eher selten. Trotzdem, manchmal macht man das ja auch so, dass man sagt, ja komm, ich pick jetzt was, obwohl dann trotzdem nochmal der gleiche Operator genommen wird. Um den Gegner natürlich ein bisschen zu verwirren. Und es geht los. Vor der Entschärfung durch die Angreifer. Hier werden wir direkt mal oben gespannt, beim wie das Ganze jetzt hier von XGR aufgebaut wird. Ruffian ist natürlich ein Gegner, der jetzt hier nicht zu unterschätzen ist. Hier wird auch direkt die Wand hinten zum Badezimmer zugemacht. Oben sehen wir schon, dass sich Max-Bombe von Angreifern lokalisiert. Max, die Guy, da direkt eine Wende zu schaffen macht. Karlsberg hier direkt unterwegs, ein paar Murderholes zu schießen. Twitch schon unterwegs hier, die Kämpfe wahrscheinlich, wie wir es gerade schon gehört haben. Hier direkt an den East, der schon mal eine Kamera geplaced. 10 Sekunden. Titel macht sich hier zu schaffen und erwischt doch noch die Twitch-Kamera in der Vorbereitungsphase. Bisher auch hier der Aufbau, drei Leute nach oben und im Badezimmer komplett zugemacht. Die Rotation hier hinten runter zu B und Ghost bewegt sich auch direkt nach oben. Hier Leute nach oben und hier direkt der Aufbau. Sommer schon direkt an den Infos am Pushen. Hier ist Leifer Freezer mit den Camps am Rumdrohnen. Rampage sich langsam hier auch schon am bereit machen. Hier wird alles erstmal gut aufgefächert, nochmal geguckt, nochmal gemacht, getan. CCTV schon durch. iFox macht sich vorne einsatzbereit. iLucky wartet vorne, derweil aber guckt erstmal nur rum. iFox steht hier ganz gefährlich im Hallway. Und hier fallen auch schon die ersten Schüsse. Bug hier auch die Wand nach außen ausgeschossen. iFox hier wird aufgenommen, direkt gegen Karlsberg. Rampage aber aufgepasst. Zieht hier den Sommer raus. One Lucky direkt. Ach, M Rampage raus. Ghost holt sich hier iFox. Sehr schnelles Feuergefecht. 3 zu 3 Situation. Hier zeigt XGR, dass sie es so mit sich nicht machen lassen. Hier natürlich Max die Guy oben ganz in Bedrohung. Aber hier direkt die ersten paar Schüsse. Aber One Lucky gut gekontert. Hier nur noch Low HP. Noch Glück gehabt. Hier wird jetzt nochmal geguckt, nochmal eine Vision verschafft. Unten nur noch Ramba und Ghost. Er steht hier ganz mies am Hedge. Hier wurde erstmal Lucky wieder resettet. Macht natürlich jetzt erstmal hinten den Hedge auf, um hier nochmal zu gucken. Nach vorne sieht man erstmal nichts, aber hier ist Freezer gefallen. Verbündeter getroffen. Direkt wegrotiert und Ghost. Was macht Ghost? Er hat ihn down geschossen, das merkt, dass er jetzt wieder weggeholt wurde. Hier kommt auch die Drohne. Wird von der Drohne gesehen, jetzt muss er natürlich wegrotieren. Ganz, ganz böse Ecke. Macht sie aber nicht weg vom Fenster. Hier mit dem Mörder holt und Rambo holt Lucky Rack. Aber Sniper hier gut aufgepasst. 2 zu 1 Situation. 45 Sekunden noch zu spielen. In Bedrängnis. Muss natürlich jetzt gucken, was macht er jetzt. Bug schießt nochmal ein paar Holes rein. Hier wird nochmal vom anderen Hedge abgeaimt. Ghost muss sich jetzt natürlich Gedanken machen. Wie geht er das Ganze jetzt an? Hier nochmal Freezer mit der Cam. Slifer gedroppt. Steckt drin. Hat den Diffuser. Muss man dazu sagen. Muss man jetzt natürlich aufpassen. Jetzt wird hier auf den Plant gegangen. Und von oben kommt direkt der Freezer mit runter. 10 Sekunden übrig. Entschärfe von Angreifern. Groß muss aufpassen. Wir sind den aber hier, kommen auch direkt die ersten Schüsse. Hier wird nochmal rumrotiert. Beide Herrschaften unten. Jetzt wird nochmal nach oben gegangen. Nochmal ein paar Schüsse verteilt. Aber die Jungs stehen unten sehr solide. Hier muss natürlich jetzt aufgepasst werden. Viel Zeit bleibt ihm jetzt nicht. Schau mal hin. Aber er passt auf. Kriegt hier noch ein paar Shots. Ganz, ganz low, der Kerl. Ganz low. Droppt hier nochmal, aber Slifer aimt den Hedge ab. Und somit 1-0 hier für Ruffian. In der ersten Achtelfinalrunde. Runde 2.
Natürlich jetzt hier an sich eine sehr knappe Geschichte gewesen. Sehr solide noch mit zwei Mann runtergespielt, trotz des harten Feuergefechts, wo die Leute umgefallen sind. Wie ein paar Dominosteine. Jetzt wird aber nach oben gegangen. Jetzt wird gesagt, Waffenlager, Schränke, Archiv. Und hier wird anstatt der Lion wird die Ying mitgenommen. Aber hier sehen wir Castle Puls, was natürlich für oben eine sehr, sehr gute Auswahl ist. Sehen wir hier nochmal einen Switch oder wird das alles so bleiben? Wie geht's jetzt weiter für die Jungs von XGR? Hier wird sich auch entschieden, alles so zu lassen, wie es jetzt halt ist. Da wird nicht viel getauscht, nicht viel gemacht. So. Die Angreifer müssen so viele Bomben lokalisieren und entschärfen, wie sie können. Hier sieht man auch alles so ein bisschen Classic-Aufbau. Hier sind die Leute sich noch uneinstellig, hier welche Wände macht. Karlsberg aber sehr gut aufgepasst. Hier kommen die Drohnen einfach so durch. Hier wissen sie gar nicht erst drauf, wenn es geht, irgendwie so wegzuziehen. Alle noch beschäftigt damit, die Drohnen wegzuziehen. Aber Domi hier noch mit der Twitch-Drohne unten am Rumfahren. Holt sich natürlich die Cam, sieht hier den Puls. Lässt ihn aber in Ruhe. Puls gar nicht gesehen, dass da die Twitch rumfuhr. 10 Sekunden noch bis zum Einsatz. So, 8 Minuten noch hier direkt die erste Legion Trap weggeschossen. Bis zum Einsatz. Nach vorne runter eine Castle-Wand. Bis da stehen auch noch alle das Drohnen. Bombenentschärfungsgerät wurde zurückgeholt. Puls vorne einsatzbereit und es geht rund. Hier, wie wir es gerade schon gesehen haben, der Rest spawnt auf Schlucht. Dommel mit dem Termite, ne, Freezer hier noch mit der Drohne unterwegs. Dommel hier auch mit der Tischdrohne, wurde leider jetzt weggeschossen. One Lucky direkt hart gepusht von drin. Hier fallen die ersten Schüsse schon durch die Wand. Hier kommen schon direkt die ersten Fakes zurück und Max Die kann sich hier durchsetzen, aber von hinten gut aufgepasst. Aber Rampage hier, der Double Frag gegen Slifer und One Lucky. Gut aufgepasst, kriegt hier ein paar Hits mit der Twitch-Drohne. Weiß natürlich, unten laufen die Jungs jetzt noch rum. Muss natürlich jetzt aufpassen, weil die Jungs genau wissen, wo er jetzt sein könnte. Auf jeden Fall hier sehr solide aufgepasst. Freezer und Doppel bewegen sich mittlerweile auch schon Richtung Eingang. Alfox hinten an den E-Stairs. Puls mittlerweile wieder unten im Serverraum. Hier wird nochmal geguckt, wo kommen die Jungs und Mädels rein. Freezer nochmal extra das CCTV nochmal ausgeht rund. iFox mittlerweile unten in der Hauptlobby. Er weiß, da vorne ist er irgendwo. Hier kommt auch direkt die erste Candela rein. Hier wird natürlich... Aber hier Rampage, gut aufgepasst. So, iFox rausgeholt, die Candelas fallen. Er ist blind. Aber Domme steht da noch. Er hat ihn jetzt gesehen, kriegt hier ein paar harte Hits ab. Aber gut, da Headshot hier, gut solide gelöst. Konnte sich hier durchlassen. 3 zu 2, 1 Minute 16 noch auf der Uhr. Jetzt muss natürlich geguckt werden. Wie geht man die ganze Sache jetzt an? Keine Twitch-Drohne mehr verfügbar. Und es muss irgendwo reingegangen werden. Nach hinten wird gut aufgepasst. Hier merkt man, da will jemand rangehen, aber hat so nicht funktioniert, wie er das gern hätte. Hier wird nochmal rumrotiert, nochmal geguckt, nochmal gemacht, nochmal getan. Und hier direkt die nächste Legion Trap, die Term halt aufgesammelt hat. Karlsberg setzt direkt nochmal eine Twitch, auch direkt in die nächste Trap gelaufen. Hier wird solide Graf gehen. Und hier der Peak von Ghost gegen Freezer. 3 zu 1. Angreifer haben den Twitch muss jetzt was machen. Und Domme versucht hier nochmal hart vorzupushen. Guckt jetzt hier nochmal rechts in die Corner rein. Wir fahren ein paar Schüsse. Das C4 leider nicht so drin gemacht. Aber hier Domme holt Ghost hier raus. 2 zu 1. 15 Sekunden noch auf der Uhr. Karlsberg, aber hier. Karlsberg setzt sich gegen Domme durch. Und somit der Ausgleich. Natürlich jetzt sehr knappes Zeitfenster gewesen hier für Ruffian.
Dort musste man jetzt versuchen, auf den Plan zu gehen. Viel Zeit war da nicht. Eine schwierige Situation, jetzt noch versuchen, die zwei Leute da wegzupicken. Hat leider nicht so gewollt. Aber hier auch eine sehr starke Leistung von XGR Rampage, der früh zwei Leute sehr schnell rausgeholt hat. Und es wird nochmal nach unten gegangen. Diesmal wird auf die Ash verzichtet. Hibana Sledge wird mitgenommen. Hier wird jetzt versucht, wahrscheinlich oben alles aufzureißen. Und mal gucken, ob sie sich jetzt entscheiden, doch nochmal irgendeins zu switchen oder ob sie es so lassen, wie sie es belassen. Hier, Domme wechselt dann doch nochmal vom Bug auf die Twitch. Aber bei XGA bleibt alles so bestehen, wie es ist. Die Angreifer müssen so viele Bomben weiter lokalisieren und entschärfen, wie sie können. Diesmal wird aber gesagt, wir nehmen das Badezimmer mit. Ghost direkt hier die Karte dann platziert. Nach vorne die Rotation wieder hoch gemacht. Zurzeit sieht man noch nicht viel. Domme saved seine Drohne. Fährt sie schon mal Richtung Spawn. Versucht da gar nichts irgendwie groß zu machen. Aber platziert sie schon mal Richtung Schlucht. Hier nochmal Stacheldraht ein bisschen placen, um das Ganze natürlich ein bisschen sicherer zu halten, um der Ganze zu bauen. Oben auch der Aufbau mit gerade wieder vier Leute oben am Sitzen, Kaltberg, Spiegel. Der Angreifer ist das Aufspüren einer Bombe. Unten warten. Ramba ist alleine unten, sehe ich das jetzt richtig? Ja, sicher, klar. Vier Leute oben, einer unten. Hier wird auch direkt hart rangegangen. Bisher sieht man noch nicht großartig. Oben schon direkt hier Ruffian iFox mittlerweile schon drin. Bisher sieht man aber noch nichts Gefährliches. Dieser sieht schon am bereit machen, wie das Ganze jetzt Waffenlagerschränke aussieht. iFox mit Slifer vorne. Hier nochmal alles am Abaimen. Domme hinten an den Easters drin. Platziert hier noch eine Kleinigkeit für die Jungs. Mittlerweile zu zweit unten einer runter rotiert. Hier werden nur die letzten Wände von. War doch Katze. Ja, Wände hier wieder aufgemacht. Jetzt muss natürlich geguckt werden, wie das Ganze jetzt vonstatten geht. Die OD von Line geht rein. Hier schon direkt die nächste Nate hinterher. Passt natürlich am TCP auf. Aber hier Rampage holt die mit dem Messer den iFox. Und Ramba holt ja wohl an Lucky weg. Aber Freezer gut aufgepasst gegen Rampage. Freezer liegt selber am Boden. Konnte sich nicht gegen Ghost durchsetzen. Wieder eine 3 zu 2 Situation. Noch anderthalb Minuten auf der Uhr. Im CCTV Slifer und Domme. Das Gerät wurde zurückgeholt. Ramba noch unten. Ghost enorm aufpassen. Ihr merkt, die erste Flashbang kommt rein. Next D-Guy. Guckt nochmal, rotiert nochmal, sieht es und holt hier. Down, down. Aber hinter ihm, muss aufpassen. Domme gut geschaltet, holt hier Max Digger raus. 2 zu 1 Situation. Oben nur noch der Kerzel, kann sich aber hier nicht durchsetzen. Domme auch nicht so hart Hits gezogen. 1 zu 1, eine Minute 5. Jetzt muss natürlich geguckt werden. Hier nochmal die Twitch-Drohne losgeschickt, nochmal um zu gucken, ob sich hier irgendwo noch einer oben versteckt. Was ein Schlagabtausch. Hier wird nochmal die Drohne aufgesammelt. Mal gucken, ob man da noch irgendwas retten kann. Alle drei Smoke Nades noch in der Hand. Alles noch offen. Hier wird nochmal die Drohne losgeschickt. Nochmal geguckt, wo kann ich jetzt rangehen. Jetzt geht natürlich am Schalter erstmal auf. Jetzt wird hier über Zollinspektion geguckt. Ganz jetzt abläuft, aber hier fallen schon die ersten Schüsse. Lässt sich aber nicht ablenken. Vorne nochmal gesmoked. 2B jetzt drin, der Domme. Was wird jetzt passieren? Noch 15 Sekunden auf Uhr. Er muss halt jetzt runterspielen. Er baitet ihn. Aber hier, Domme setzt sich durch mit dem Headshot gegen Ramba. Lässt sich nicht beirren.
Da kam der Schuss nicht. Das ging ihm wohl zu schnell. Nicht in der Vision gehabt. Und Summe 2 zu 1 auf Border. Wie wir es gerade schon mal gesehen haben, hier auch sehr früh die Leute von Ruffian rausgeholt. Sehr solide gespielt. Zum Ende hin natürlich die Patzer gewesen. Und die 1 zu 1 Situation. Das war natürlich jetzt sehr, sehr schade. Aber auch hier gut geregelt von Domme. Gut gekontert mit dem Headshot. Und da bleiben wir weiter gespannt. Bisher sehr spannende Runden dabei. Die 2G gönnen sich echt nichts. Hier wird nochmal die IQ getauscht gegen Stage. Oh, Ghost hat das Spiel verlassen. Gucken, ob die jetzt alle rausgehen und Rehouse wollen oder ob die das jetzt so durchziehen. Die Jungs bleiben noch drin. Die wollen es durchziehen. XGR ist on fire. Verteidiger, schützt eure Bomben vor der Entschärfung durch die Angreifer. So, nein, es gibt ein Rehouse. Ich gebe mal eben kurz ab in die Pause und sobald es weitergeht, lade ich euch gleich wieder.
So, es tut mir natürlich leid, kann natürlich gerade heute passieren. Alles wurde wieder zurückgesetzt. Zurückgesetzt. Alles wurde natürlich so wieder eingestellt, wie es jetzt gerade war. Wir haben wieder die 2-1-Situation mit den gebannten Operatoren Dokkaebi Blitz, Myra Echo. Und weiter geht's mit Runde Nummer 4. So, und alles noch mal auf Anfang. Ja, der ganze Tag ist irgendwie geprägt damit, dass es heute einfach nicht so sein sollte, Da kam wie es alles sein sollte. Aber natürlich, was will man machen? Im Hintergrund hat sich gerade irgendwas von mir geöffnet. Ich weiß gar nicht, was das jetzt war. Egal. Auf jeden Fall sehen wir hier. Gott sei Dank. Endlich geht's weiter. Ich könnte kotzen. So. Weiter geht's. Wieder Lüftungsraum, Arbeitsraum. Ich hoffe, dass es jetzt endlich mal verdammt nochmal ruhig runterläuft. Bis zum Ende. Und jetzt geht es endlich weiter, weiter, weiter. Komm schon, Internet, mach hinne. Ja. Scoreboard natürlich jetzt leer. Konnte man jetzt nicht sehen, aber wir wissen ja genau, was letzte Runde passiert ist. Karlsberg ist wieder raus. Verteidiger, schützt eure Bomben vor der Entschärfung durch Ich die weiß jetzt nicht, was Angreifer. das ist. Ja, das ist doch Kacke. Ich warte jetzt eigentlich auch auf eine Nachricht, ob das jetzt nochmal Eos wollen Angreifer haben oder die ob das jetzt so Position einer bleibt, wie es Bombe jetzt entdeckt. bleiben soll. Ja, es tut mir jetzt natürlich leid mit dem Wissen. Bombe Jetzt von wird es aber, Angreifern glaube ich, mit lokalisiert. 4 Mann runtergespielt. Ist natürlich jetzt sehr, sehr scheiße. Aber da können wir leider nichts für. 10 Sekunden noch bis zum Einsatz. Es tut mir Es schon fast bleiben noch weh, 5 Sekunden. mir das Ganze hier angucken zu müssen, wie das jetzt hier nicht so rund läuft. Aber natürlich, Angreifer haben was ihre will man jetzt machen in der Situation? Hier zurückgeholt. werden jetzt Angreifer natürlich alle nutzen vom die Uhr, Schuppen um eine spawnen. Bombe zu entschärfen. Hier direkt drehen das Ganze mal um. Dann gehen direkt eine Etage höher. Hier wird auch direkt hart vorgegangen. Oben wieder 3 Leute. Unten wartet der Rampage mit dem Smoke. One Lucky steht vorne an der Türe. Max Ligai mittlerweile runterrutscht. Das zieht hier nochmal ein ADS. Und One Lucky mittlerweile schon durchgelaufen. Hier fallen auch schon die ersten Schüsse im Match. Und Castle hier angehittet worden. Muss natürlich jetzt aufpassen. Die Ash vorne am Haupteingang immer noch sehr vorsichtig hier. One Lucky. Von oben der Dommel mittlerweile am Rumrotieren, nochmal am Gucken, am Machen. Natürlich warten die Jungs jetzt noch gespannt auf Karlsberg, versuchen da ganz langsamer zu spielen. Kam auch schon direkt dann erstmal rein. Hier am Fenster nochmal Hits gezogen und One Lucky doch noch vom Fenster. Karlsberg ist mittlerweile zurück. Slifer holt hier Rambler raus. 2 zu 5. Dommel macht sich derweil an die Tür hier oben zu schaffen. Mit 2 Leute. Rampage hier aber. Gut aufgepasst. Holt hier den Freezer weg. Oben sind die Herrschaften mittlerweile durch. Hier wird der jetzt aufgemacht. One Lucky holt sich jetzt hier Max Liga weg. 1 zu 4 Situation. Sehr unglücklich. Und er muss aufpassen. Hinter ihm wartet noch der Termite. Aber hier hat es nicht gereicht. iFox zieht hier Rampage raus. Kam in seinen Rücken gesprintet. Hat er nicht gehört. Aber zum Glück jetzt wieder vollzählig. Bisher gefällt mir das immer noch nicht, was da unten mit dem Kästchen ausschaut. Was da mit Karlsberg los ist. Jetzt muss langsam mal was passieren. Das wäre natürlich jetzt sehr ärgerlich, aber ich glaube nicht, dass es jetzt dazu kommen wird. Das ist natürlich jetzt ein massives Problem.
Weil von Karlsberg sehen wir hier nichts, obwohl eigentlich an sich alles gut aussieht. Aber hier doch. Konnte noch die Ela picken. In letzter Sekunde. Jetzt nochmal Däumchen drücken, dass jetzt nicht nochmal diese Fehler passieren. Karlsberg wechselt hier aber auf den Kessel und es wird wieder nach oben rotiert. Domme versucht sich jetzt in der Runde anstatt Twitch mit Blackbeard. Karlsberg entscheidet sich doch nochmal um anstatt Kessel, wird dann doch der Smoke mitgenommen. Und jetzt müssen wir nur noch abwarten. Und es funktioniert, wunderbar. Karlsberg ist wieder mit vorne der Partie. Jetzt wieder zwei volle 5er Squads. Die Angreifer müssen so viele Bomben lokalisieren. Weiter geht's mit Runde 5. Oben der Aufbau so wie gerade. Ist ja nichts Spannendes zu sehen. Bomben von Angreifern lokalisiert. Hier schon die Drohnen erstmal schön drin. Wenn wir auch erstmal so gut außer Acht gelassen haben, hier versprochen und dann wendet auf. Holt ihr die ein oder andere Cam noch ein bisschen weg? In dem Büro ist erstmal die Hälfte geöffnet. Nach außen werden auch direkt die Wände mit zugemacht, was man in den vorherigen Runden jetzt nicht gesehen hat. Aber zumindest zwei. Rampage verteilt hier nochmal ein paar schöne Camps. Angreifer rücken aus, um eine Bombe zu entschärfen. Ich muss natürlich aufpassen, dass jetzt hier nicht der Push von den Jungs kommt. Ist hier auch nochmal auf Safe gegangen, hier nochmal die Tür zugemacht. Man lag die Salze mittlerweile rein. Und wie wir sehen, bisher nahezu alle On-Spot von Team Falcon. XGR, Max D-Guy versucht nochmal zu picken, aber One Lucky passt auf und holt hier den Frag. Hat natürlich gut Kugeln geschluckt. Muss natürlich jetzt auf seine HP aufpassen. Push jetzt auch direkt nach vorne durch, aber natürlich ohne Diffuser. Nicht machen. Okay. Und hier wurde er, ich glaube, er wurde in den Rücken geschossen. Ja, er wurde von einem Teammate verletzt. Natürlich jetzt sehr ärgerlich in der Situation. Er liegt da verletzt am Boden und man kann nichts machen. Und Karlsberg holt dann hier die Erlösung, holt man Lucky weg. Aber iFox hier gegen Rember. Vorne geht direkt der Plant los. Jetzt muss natürlich schnell was gemacht werden. Entschärfer von Angriff. Keiner Onside auf B. Ghost versucht hier zurück zu rotieren, muss natürlich jetzt aufpassen, hier kommt das T4 zum Fenster. Aber hier passt iFox gut auf, holt hier Ghost aus dem Rennen. Karlsberg zieht hier aber den Reef weg gegen Slifer. Karlsberg rotiert nach hinten, muss natürlich aufpassen und hier passt aber Freezer auf. Valkyrie alleine, aber hier Rampage gegen Freezer, 2:1, noch full life. Jetzt wird nochmal gucken. Nicht mehr viel Zeit auf die Uhr, bis das Ding durch ist. Und ich würde jetzt schon sagen, es ist schon vorbei. Man kann da jetzt echt nichts mehr machen. Und iFox löst das Ganze hier. Zieht Rampage raus. Und somit die 4:1 Situation hier für Raffin. Natürlich jetzt sehr ärgerlich gelaufen, sehr offensiv von Ruffin hier auf den Spot gespielt. Natürlich jetzt der Fehler gewesen, dass jetzt an A keine Deckung mehr war. Das war jetzt nahezu der Genickbruch. Auf die Tür hätte man jetzt noch irgendwie was machen müssen. Zur Not auch von unten mit einem C4. War natürlich jetzt sehr ärgerlich das Ganze, aber konnte man jetzt natürlich nicht ändern. Die 4:1 Situation steht. Ruffin fehlt jetzt noch eine Runde, um in die Matchball-Position zu kommen. Jetzt muss ich hier nochmal von Team Falcon XGR, muss ich nochmal angeschränkt werden, muss nochmal Vollgas gegeben werden. Und der nächste von XGR, der rausfliegt. Ich gehe steil. Karlsberg noch drin, Rember raus, das ist nicht mehr normal. Es ist mehr als übel. Natürlich hier direkt die erste Attacker-Runde für Ruffian.
wir haben Runde 6 mittlerweile erreicht und es ist sehr, sehr ärgerlich, dass jetzt hier bei XGR wieder einer fehlt. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich, ne, aber ich sag mal, man kann in der Situation jetzt leider nichts ändern. Ne. Wir haben heute schon miterlebt, dass Ubisoft Schwierigkeiten auf dem Server hat. Natürlich wirkt sich das Ganze jetzt nochmal leider auf unser Turnier aus. Und ist natürlich sehr ärgerlich. Es bleiben noch 5 Sekunden. So macht das Spiel dann auch, sage ich mal, gerade für die Teams nicht sonderlich viel Spaß. Weil natürlich die Motivation darunter leidet, wenn man jetzt hier jede Runde damit rechnen kann, dass man in Unterzahl weiterspielen muss. Aber XGR lässt sich das, glaube ich, nicht nehmen und versucht auch hier direkt den Push. So, hier wird erstmal ein bisschen auf die Sirene geschossen. Und hier kommen auch direkt die ersten Facts. Hier, Ghost, gut getroffen. Im CCTV wird aufgepasst von Domme und Lucky. Verteidiger hat Warnzone betreten. Oh, Lucky hier, ein paar Frags gezogen von der Ash. Gut aufgepasst, hier kam direkt die erste neue. Er rennt durch. Jetzt aber von hinten holt sich hier einfach. Er liegt aber Karlsberg noch gut aufgepackt. Max, wie geil. Muss natürlich jetzt aufpassen. Aber One Lucky hier von der anderen Seite rausgepusht, holt ihn nicht raus. Ramba ist mittlerweile zurückgekehrt ins Match. Ghost auch nicht mehr der Beste dabei. Und jetzt muss er natürlich aufpassen, dass hinter ihm keiner rauskommt. Und hier passt er auf und Ghost holt sich hier One Lucky raus. Karlsberg mittlerweile low HP. Domme und Ghost holt sich hier auch Freezer weg. Muss jetzt natürlich aufpassen. Doppel durch den Hedge gedroppt. Lion haut das erste Ding raus, um zu gucken, wo das Ganze ist. Ich würde sagen, Jungs, ihr habt genug Zeit, ihr settet euch. Hier kommen auch schon direkt die ersten Schüsse zum Sniper. Natürlich nichts gebracht. Was sie Flashbang sollte, frage ich mich jetzt gerade, aber wahrscheinlich eine geheime Taktik, die ich selber noch nicht kenne. In Zoll passt er Domme natürlich noch nach oben hin auf, dass da keiner sich jetzt irgendwie am Hedge zu schaffen macht. Hat natürlich hier auch einen sehr miesen Peak nach oben. Bombe von Angreifern lokalisiert. Jetzt muss was gemacht werden. Domme immer noch unten. Ne, mittlerweile oben im Hallway. Jetzt werden sie hier ein paar Holz getroffen, aber er passt auf und down hier den Thermite. Konnte ihn nicht down, also komplett wegschießen. Er wird wirklich nur verletzt am Boden. Mittlerweile beide Leute wieder on spot, 45 Sekunden noch auf Uhr. Hier wird jetzt nochmal das ABS ausgelöst. Karlsberg mittlerweile mit 50 HP wieder drin. Max Sieger rein, aber Sniper hier gut aufgepasst. Holt sich hier auch noch den Double Frag gegen Karlsberg. Jetzt Ghost alleine. Und kann das noch reichen? 27 Sekunden auf Uhr. Hier fallen die Kugeln aus allen Wolken. Und hier Domme zieht den Frag gegen Ghost. Und somit Matchball-Position für Ruffian gegen Team Eagle. Team Falcon. Team Eagle hat gespielt, Team Falcon ist jetzt dran. Jojo. So, Matchball-Position. Ruffian muss jetzt das Ding nach Hause bringen. Team Falcon von XGR muss natürlich jetzt Vollgas geben. Jetzt heißt es, jetzt müssen 4 Runden hintereinander gewonnen werden, damit es in die Overtime geht. Was natürlich jetzt ein ziemlich krasser Akt wird, das Ganze jetzt so noch durchzuziehen. So, diesmal aber hier das erste Mal, was man in diesem Match sehen darf, ist ein von den neuen Operatoren, Maestro. Mal gucken, wie er das Ganze jetzt runterspielt. Rampage-Wechsel von IQ nochmal zum Sledge. Und wir sehen jetzt den hoffentlich nicht letzten Spot hier von Ruffian. Natürlich solide gespielt, natürlich auch, sei jetzt mal, das Glück gehabt, dass jetzt hier von Team Falcon die Herrschaften aus dem Match gefallen sind. Dagegen kann man jetzt leider nichts machen. So ist das nun mal. Natürlich ist das jetzt sehr ärgerlich, aber ändert nichts an der Situation. Hier, sehr offensiv, die Kamera platziert, okay.
sieht man nicht oft. Oben macht sich der Domme bereit. Unten erstmal der klassische Aufbau hier auch mit Badezimmer. Hier wird aber alles Richtung Schalter zugemacht. 10 Sekunden noch bis zum Einsatz. Habe ich so noch nicht oft gesehen, aber na Gott, an sich keine schlechte Idee. Und hier starten die hoffentlich nicht letzte Runde hier in diesem Match. Hier draußen schon Ruffian Domme mittlerweile ganz geil darauf, hier nochmal Gas zu geben. Hier wird erstmal nur eine Stacheldraht platziert draußen. Hier muss natürlich jetzt aufgepasst werden, weil XGR sich das wahrscheinlich jetzt nicht so einfach nehmen lässt. Hier wurde gerade auch schon mal das Fenster aufgeschlagen, um den Peak nach draußen natürlich zu versuchen. Noch viel mehr den Jump Out. Die Jungs sind natürlich jetzt ein bisschen vorsichtiger, allein aus dem Grund der letzten Runde. Verteidiger hat Warnzone betreten. Ich komme hier hin und wieder mal am gucken, immer mal am machen, jetzt mittlerweile im CCTV drin. Dann ist aus und kann sich hier aber nicht gegen Selbst durchsetzen. Rampage ganz gut aufgepasst, konnte sich da nochmal aus der Deckung ziehen. Hier die EOD unterwegs, aber hier Bennett gut weggezogen. Ramba rennt! Ruffian iFox rennt hier in die Claymore von Ramba. Damit der offene Crack mit einer Claymore. Ruffian Domme rotiert die ganze Zeit mittlerweile nur noch hin und her. Muss natürlich gucken, wie das Ganze jetzt machen. Maestro noch die Hauptcam hier online. Guckt sich natürlich das Ganze sehr gerne an, wie die Kollegen da am Seil hängen. Groß rotiert mittlerweile nach vorne und muss natürlich gucken, wie das Ganze jetzt macht. Sucht sich natürlich jetzt hier den Spot, auch wenn er den Hits jetzt in Kauf nimmt. Hier die zweite EOD von Lion. Domme in den Waffenlager schon nach vorne, sieht er den Flash. Hier, zweite, dritte Flashbang. Domme aber rausrotiert, macht sich unten wieder bereit. Hier aber One Lucky, setzt sich gegen Kreisberg durch. Auch nur noch ein HP, viel ist das nicht. Und hier direkt der nächste Kill gegen Ghost. Aber Lion passt hier gut auf. Maxi Guy holt jetzt hier den Lucky weg. 3:3 Situation. Castle und Maestro noch full life. Die Jungs sind mittlerweile schon gut angehittet. Hier kamen auch schon die ersten Schüsse mit der Cam. Und er downt hier den Domme. Aber Cypher hier gut geregelt gegen Max D-Guy. Und Rampage an den Stairs. Jetzt muss geguckt werden. 1:3 Situation. 20 Sekunden noch auf Uhr. Er muss aufs Ganze gehen. Er hat keine andere Wahl. Es muss jetzt passieren. Jetzt wird extra nochmal durch alle Holz geguckt, ob man den irgendwo pieken kann. Rammer muss ihn natürlich jetzt in Bewegung setzen. Das Ding ist nahezu durch. Hinten ist zu, jetzt merkt er es und er kommt dann halt einfach nicht mehr durch. Hier ist halt die Zeit verloren. Beide Seiten zugekesselt. Und damit ist es durch. Ruffian gewinnt hier gegen Team Falcon XGR auf Border. Somit ist Ruffian der erste Teilnehmer des Viertelfinales hier im Affinity Cup. Und von mir ein dickes GG, well played an beide. Hier nochmal das, ich sag mal, aktualisierte Scoreboard. Natürlich jetzt hier den Top-Fragger rausgezogen. Only Lucky und Slifer würde man ja das Ganze jetzt auch nochmal sehen. Mit den vorherigen und hier die Leistung von XGR. Sieht es natürlich auch sehr solide aus. Hat leider nicht gereicht. Es tut mir leid, Team Falcon XGR, somit das zweite Team, was jetzt hier das Turnier verlassen darf oder vielmehr muss. Trotzdem gut gespielt, gut Gas gegeben, spannende Matches geliefert. Und ich verabschiede mich derweil in die Pause und melde mich gleich zum Viertelfinale zurück.